Ja, in den kommenden 10 Jahren sehen wir sicherlich E-Commerce als das treibende Thema für die Logistik von DHL. Wenn wir über E-Commerce sprechen, sprechen wir nicht über lokale Trends der Supply Chain, sondern weltweite neue Warenströme. Hierauf vorzubereiten ist sicherlich eine der wichtigsten Dinge, wo ein Logistiker heute vorbereitet sein muss. Auch hier spielt die Digitalisierung sicherlich eine große Rolle. Das bedeutet neue Techniken, die auch Einzug erhalten in die Logistik. Ein Logistiker von heute sollte sich schon mit Themen von morgen beschäftigen. Themen, die wir dort sehen, sind Automatisierungsthemen, Robotics, 3D-Printing, alles Themen, mit denen sich ein Logistikexperte auch heute schon Gedanken machen sollte. Wir würden immer 3 Cluster sehen, wo ein Logistiker sich mit Big Data profilieren kann. Das eine ist das Thema operative Effizienz. Auch hier kann Big Data genutzt werden, um logistische Ströme deutlich effizienter zu gestalten, als es heute ist. Das zweite ist der Schnittpunkt zu den Kunden. Wir wissen sehr viel über unsere Kunden. Das können wir auch zu unseren Kunden nutzen, deutlich besser noch zum Vorteil bringen. Und der dritte Punkt ist das Thema, auch aus diesen ganzen Daten, die wir in der Logistik sammeln, können wir neue Geschäftsmodelle erschließen. Also hier mit neuen Geschäftsmodellen auf den Markt zu kommen, bietet uns auch die Möglichkeit, dieses neue Öl entsprechend auch zu fördern und auszunutzen.